Hallo und willkommen zur dritten Folge von Behind the Match hier auf dem PSH Bull YouTube-Kanal. Ich spreche wieder über Themen, über die ich gerne sprechen würde als Trainer, wo ich aber meistens im Training keine Zeit habe. Deswegen geht es heute um verschiedene Spielertypen. Beim letzten Mal hatten wir uns schon vier aggressive Spielertypen angeguckt. Heute sind eher die vier defensiven Spielertypen dran. Das heißt, es geht darum, wenn ihr gegen den defensiven Spielertyp spielt, was sollt ihr am besten machen, um so gut wie möglich gewinnen zu können? Oder wenn ihr selber der Spielertyp seid, was müsst ihr trainieren? Oder wie sollte eure Taktik am besten aussehen, damit ihr ja, den defensiven Spielertyp mit der höchstmöglichen Gewinnchance spielen könnt? Gut, dann fangen wir mal direkt an. Wie gesagt, letztes Mal hatten wir uns schon vier aggressive Spielertypen angeguckt. Jetzt sind wir bei dem defensiven Spielertyp. Hier haben wir von den Profis ein sehr, sehr gutes Beispiel mit Andy Murray. Spielt gegen Roger Federer. Erstmal, was ihr sehen könnt, Aufschlag erstmal noch relativ weit vorne und dann merkt er, okay, Return war nicht so optimal, dann geht er erstmal 3-4 Meter zurück. Das ist ganz normal für den defensiven Spielertypen. Er muss sich sehr gut bewegen können, er läuft viel von links nach rechts hin und her, was natürlich wichtig ist, weil ihr je weiter hier hinterm Feld steht, desto mehr Zeit ihr euch lassen wollt, um den Ball schlagen zu können, desto mehr Winkel müsst ihr natürlich laufen, wenn euer Gegner ein bisschen Winkel spielen kann. Deswegen ist Beinarbeit wirklich sehr, sehr wichtig. Sprints, Kondition, wirklich sehr, sehr wichtig für den defensiven Spielertypen. Es ist ja leider beim Tennis so, dass die Strategie einmal den Ball mehr reinspielen als der Gegner, beziehungsweise einfach versuchen, keinen Fehler zu machen, sehr, sehr erfolgreich ist. Also man sieht selber, leider viele Spieler, wo man denkt, ja, wieso habe ich jetzt verloren? Der ist doch eigentlich viel, viel schlechter als ich, der hat doch nur den Ball reingespielt. Ja. Meistens reicht es aber schon. Normalerweise, wenn ihr ein Match verliert, liegt es daran, dass ihr mehr Fehler macht und nicht unbedingt, dass der Gegner irgendwie nur Winner schlägt oder so. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr selber der defensive Spielertyp seid, wichtig ist, Beinarbeit trainieren, ein bisschen Touch entwickeln, dass ihr, wenn ihr in solchen Situationen seid, wie Murray zum Beispiel beim nächsten Schlag da hinten, dass ihr versucht, nicht sofort in die Mitte zu spielen, also da, wo der Gegner steht, sondern versucht schon ein bisschen verteilen zu können, dass der Gegner nicht einfach nur stehen bleiben muss und links, rechts verteilen kann. Also er sollte natürlich auch ein bisschen beschäftigt werden, das ist sehr wichtig. Was sollt ihr tun, wenn ihr gegen den defensiven Spielertyp spielt? Eine Taktik, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, wäre zum Beispiel jetzt bei diesem Schlag von Federer, wäre zum Beispiel der Stoppball gewesen. Da der defensive Spielertyp sehr weit hinten steht, hat er natürlich auch einen deutlich weiteren Weg nach vorne, um Stoppbälle zu holen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das heißt zum Beispiel, der defensive Typ hat jetzt nicht so einen tollen Ball gespielt, der ein bisschen kürzer kommt und er steht trotzdem noch weit in der Linie, spielt ruhig einen Slice oder einen Stopp, da wo er sich nach vorne bewegen muss. Weil da ist er nämlich nicht mehr ganz so in seinem Element. Er ist zwar trotzdem noch schnell am Ball, aber er mag es halt lieber, weit in der Linie zurückzubleiben. Deswegen, Stopps sind sehr, sehr gute Möglichkeiten. Slice ist auch gut möglich, aber Stoppbälle natürlich nicht zu viel machen. Normalerweise ist es so, dass Stopps ja eigentlich schon relativ schwierig sind. Und dann wirklich ständig Stopps zu machen, da gehen auch öfters mal welche ins Netz. Also ab und zu gut dosierte Stoppbälle kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Gut, kommen wir zum nächsten Spielertyp. Das ist der Konterspieler. Das ist eigentlich so der aggressivste Spielertyp bei den defensiven Spielertypen. Und zwar haben wir hier wirklich einen tollen Ballwechsel von Jumhur. Ihr seht schon, er läuft links und rechts hin und her. So weit hinter der Linie. Also der ist dahinter schon hinter den Melbourne-Zeichen. Und jetzt möchte euch mal zeigen, worauf ihr achten sollt. Also Aufschlag, langer Return, er muss schon mal direkt nach hinten gehen. Jetzt steht er schon weit nach hinten. So, er läuft hinten hin und her, sliced, was natürlich sehr gut ist. So, und was wir jetzt sehen, er hat die Chance gewittert, das war jetzt das Konter, worauf wir angesprochen haben, hat auf die Situation gewartet, dass in dem Fall, Berdych ist es da hinten, dass Berdych dann nicht mehr ganz so optimal spielt, beziehungsweise nicht so einen optimalen Ball geschlagen hat. Das sehen wir jetzt, glaube ich, hier, genau. Die Rückhand war nicht so optimal, er steht weit außen im Feld und dann nutzt er die Chance, geht nach vorne, sucht sich die freie Ecke und macht den Punkt. Da würde ich mich nämlich zum Beispiel auch selber als Spielertyp sehen, dass ich gerne erstmal verteidige, soweit es möglich ist, und wenn ich dann die Chance sehe, versuchen anzugreifen.
Ich würde mich jetzt auch nicht hundertprozentig als Konterspieler sehen, eher ein bisschen aggressiver, aber ich versuche auch, wenn ich die Chance sehe, das heißt, der Ball kommt ein bisschen kürzer, auch wirklich die nutzen, sich die freie Ecke rauszusuchen und wirklich dann raufzugehen, wenn es Zeit ist. Also, was sollt ihr machen als Konterspieler? Auch wieder hier wichtig die Beinarbeit, dass ihr wie Jumhur jetzt weit in der Linie schnell hin und her laufen könnt. Slice sind sehr beliebt auf der Rückhand, dass ihr da noch ein bisschen mehr Zeit habt. Weil Slice-Bälle sind einfach ein bisschen langsamer von Natur aus als Topspin-Bälle. Es sei denn, es sind jetzt sehr hohe Bälle, da kommen wir aber auch gleich noch zu, keine Sorge. Genau, wichtig ist, Geduld zu bewahren, wenn ihr noch nicht die Chance seht. Also wenn ihr noch hinten am Hin- und Herlaufen seid, dann müsst ihr auch jetzt nichts Verrücktes versuchen. Also wirklich, wenn ihr seht, okay, der Ball kam jetzt ein bisschen kürzer, jetzt könnte ich rangehen, dann versucht die Chance zu nutzen und raufzugehen. Was sollt ihr machen, wenn ihr gegen einen Konterspieler spielt? Wichtig ist, dass ihr diese eine Chance, auf die in dem Fall Jumhur gewartet hat, dass ihr die ihn nicht gibt. Das heißt, versucht lang zu bleiben. Wenn ihr kurz werdet, dann ist der Konterspieler da und haut euch den Ball um die Ohren. Aber wenn ihr lang bleibt und am besten auch flach bleibt, dann hat der Gegner eigentlich keine Chance, da wirklich anzugreifen. Sondern versucht vielleicht ans Netz zu kommen, was sehr gut ist. Denn wirklich, wenn der Gegner so extrem weit hinten ist, wie es jetzt hier ist, dann könnt ihr versuchen, einfach schnell ans Netz zu kommen, kurz einen Volley zum Beispiel zu spielen oder einen Volley gegen den Lauf. Das ist eine sehr, sehr gute Strategie, wie ihr gegen ihn spielen könnt. Okay, kommen wir zum nächsten Spieler, den Slicer. Slicer sind sehr, sehr gefährlich. Die Älteren von euch kennen wahrscheinlich alle. Unsere Dame Steffi Graf, die, ja, ich glaube, die war noch einiges erfolgreicher als Kerber, die auf der Rückhand eigentlich nur Slice gespielt hat. Wir haben hier wirklich einen ganz tollen Clip von Bernhard Tomic gegen Dolgopolov. Hier sind beide sehr, sehr viel am Slicen und man sieht, ja, das war wahrscheinlich jetzt eher ein Ballwechsel, den sie eher so aus Spaß gemacht haben, den sie jetzt nicht so 100% ernst genommen haben. Beziehungsweise bei Tomic weiß man sich da, ist man sich da nicht immer so sicher, der ist ja, naja. Ihr wisst es vielleicht, da nicht manchmal ganz so ambitioniert und macht ein bisschen mehr Späße, was aber auch okay ist, finde ich. Gehört auch zum Tennis dazu. Also, was sollt ihr machen, wenn ihr der Slicer seid? Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Versucht auf dem Slice zu bleiben, versucht den Gegner es so schwer wie möglich zu machen. Also versucht, dass die Bälle wirklich flach bleiben, dass der Gegner es nur sehr schwer hat, auf die Bälle angreifen zu können. Wenn ihr es könnt, versucht vielleicht auch mal den Slice, den ihr normalerweise sonst immer auf der Rückhand machen würdet, dann als Stopp zu variieren. Für den Gegner einen Stopp und einen Slice zu unterscheiden, ist sehr, sehr schwierig. Meistens erst nachdem der Ball wirklich geschlagen wurde, sieht er dann, ah, das ist ja gar kein normaler Slice, ist ein Stoppball, da muss ich jetzt schnell nach vorne laufen. Deswegen versucht als Slicer auch ein bisschen Variation reinzubringen, durch zum Beispiel Stoppbälle, durch zum Beispiel ja, Bälle, die viel Seitenspin haben, das ist natürlich auch sehr gut möglich als Variation einzubringen. Wenn ihr selber gegen einen Slicer spielt, versucht am besten auch hier zu variieren. Wenn ihr viel Topspin spielt, das heißt, wenn ihr viele hohe Bälle spielt, dann ist es für den Slicer sehr schwer, von hier oben noch einen Slice spielen zu können. Deswegen, wenn ihr merkt, okay, der Gegner, der kann nichts anderes außer Slice, versucht viel mit Topspin zu spielen, viele hohe Bälle. Auch hier gerne mal ans Netz kommen, denn der Slice ist ja wirklich ein sehr langsamer Schlag. Und da habt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn der Gegner nicht perfekt ist und ihr jedes Mal perfekt den Slice in die Ecke spielen kann, dass ihr da gut ans Netz kommen könnt, weil ihr ein bisschen mehr Zeit habt und da dann vielleicht den Volley zu spielen. Gut, dann kommen wir zur letzten Kategorie. Das ist der Moonbowler. Hier haben wir wirklich ein sehr verrücktes Video von Roland Garros, Ivan Lendl gegen Michael Chang ist das. Michael Chang damals 17 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, wie der Spielstand da war. Er war auf jeden Fall schon komplett am Ende. Und man sieht, hinten steht er gerade, er hat nur hohe Bälle gespielt, der Moonballer. Ich glaube, alle hassen eigentlich den Moonballer, weil er, ja, wie gesagt, er spielt halt Topspin, ganz entspannt, hohe Bälle, sodass der Gegner nicht angreifen kann. Und wartet einfach, bis halt irgendwer die Geduld verliert. Am besten natürlich der Gegner. So, was sollt ihr machen als Moonballer? Die Taktik ist wahrscheinlich nicht sehr populär, aber sie ist halt leider relativ effektiv. Also ich habe schon selber auf etwas besseren Level Leute gesehen, die, wo man denken würde, okay, wenn er jetzt so spielen würde, dann würde man denken, ja,
ne, keine Ahnung, Regionsliga ist er vielleicht maximal. So. Aber in Wirklichkeit ist das wirklich eine sehr, sehr gute Strategie, um gewinnen zu können. Klar, auf den Profi-Levels geht es nicht mehr, aber in diesem Fall hat es auch sehr, sehr gut funktioniert. Michael Chang leider mit dem Ende, was heißt leider, hat einen Fehler gemacht. Genau, was sollt ihr tun gegen einen Moonballer? Es ist sehr, sehr schwierig, gegen einen Moonballer zu spielen. Ja, die Bälle springen hoch auf. Es ist viel Zeit, ihr könnt da eigentlich kaum Tempo machen. Und selbst wenn ihr Tempo macht, geht ihr immer ein gewisses Risiko ein. Aber wenn der Moonballer einfach keinen Fehler macht, und normalerweise macht er das nicht, weil er auf seinen Spielstil so gut eingestellt ist, habt ihr da wirklich wenige Chancen. Wichtig ist auch hier, dass ihr so ein bisschen die Sicht des Konterspielers einnimmt, und zwar, wenn der Ball des Gegners mal jetzt nicht ganz so hoch und nicht ganz so weit kommen soll und vielleicht nicht ganz so viel Topspin hat, dann müsst ihr versuchen, diese Chance zu nutzen. Also bei etwas kürzeren Bällen versuchen, raufzugehen, vielleicht ans Netz zu kommen. Das ist allgemein immer eine gute Taktik gegen den Defensiven, das Spiel aggressiv zu gestalten, aber nicht in einer zu aggressiven Weise, sondern nur, wenn ihr die Chance habt. Gut. Das war's jetzt eigentlich auch schon mit meinen vier. Ja, das war's. Mit meinen vier defensiven Spieltypen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt gerne nochmal das Video von letzter Woche auschecken oder vom letzten Mal, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Eine kleine Sache möchte ich jetzt am Ende nochmal kurz ankündigen. Und zwar sind wir gerade am Plan für einen Livestream, wo ich auch wieder ein bisschen was vorbereite. Ich aber auch gerne auf eure Vorschläge eingehen möchte. Deswegen. Guckt mal gerne in die Kommentare, den angepinnten Kommentar. Da könnt ihr sehen, wann der Livestream geplant ist. Und gerne könnt ihr auch dann dazu einen Kommentar verfassen, was ihr da gerne sehen würdet. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir da ein paar Vorschläge haben. Und ja, das war's. Vielen Dank. Haut rein. Tschüss.